Hallo zusammen. Heute ist der 28.08.2015 und wir sind hier in Berlin an der schönen Spree. Und wir sind heute in Berlin, um morgen auf die lange Nacht der Religion zu gehen. Das ist das vierte Mal, diese Veranstaltung. Und wir sind zum ersten Mal als Heiden vertreten. Und da möchte Heiden-TV jetzt eine kleine Reportage drüber drehen. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Danke. Hallo, wir sind jetzt im französischen Dom. Und hier ist jetzt der Auftakt der ganzen Veranstaltung. Ich habe also jetzt in Erfahrung gebracht, es sind über 90 verschiedene Organisationen, Religionen in ganz Berlin. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ähnlich wie das Museumsfest ist auch gerade. Und man kann natürlich nie in alle Museen gleichzeitig gehen und so kann man natürlich auch nicht auf alle verschiedenen Events hier gehen. Und deswegen werden wir natürlich über unseren berichten, aber wir sind jetzt eben im französischen Dom. Und da ist jetzt der Auftakt durch dieses Friedensgebet hier. Mittags um 12, halb eins haben wir es, glaube ich. Und dann gehen wir nachher weiter ins Familienzentrum, wo wir dann sind. Danke. Okay, also wir stehen jetzt hier an der weißen Tafel. Das ist der Herr Schimmel. Wir machen hier eine kleine Fragerunde für Heiden-TV. Wir sind ja das erste Mal dabei. Ja. Das ist der Organisator der langen Nacht der Religion. Und da wollte ich mich erstmal ganz offiziell für bedanken, dass wir überhaupt mit dabei sein dürfen. Das ist ja schon eine ganz tolle Sache. Und ja, jetzt wollte ich Ihnen mal die Frage stellen, was Sie vielleicht noch für eine Idee haben, wie wir uns selber auch als Gemeinschaft künftig mit einbringen können in diese ganze Geschichte. Fällt Ihnen da vielleicht was ein? Ja, also natürlich, es gibt verschiedene Möglichkeiten des Mitmachens beim interreligiösen Dialog hier in Berlin. Das ist einmal die lange Nacht der Religionen und im Initiativkreis sind ja auch schon Leute von Ihnen dabei gewesen. Aber es gibt auch das Forum der Religionen. Das ist ein Zusammenschluss der Religionsgemeinschaften hier in Berlin, eine Art runde Tisch. Und dort kann man auch mitarbeiten. Und dann gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die arbeiten zum Beispiel über universelle Trauer, also die Frage, wie geht man mit interreligiös mit Trauer um. Es gibt eine Gruppe Frauen und interreligiöser Dialog und Kinder und interreligiöser Dialog. Da kann man überall mitmachen, da kann man sich überall einbringen. Ja, toll, schönen Dank. Wir hatten hier eine Frau Schildbach, fand ich ganz spannend. Die hatte bei der Pressekonferenz, ich komme glaube ich da aus dem Sufi-Lager, hat die geäußert, dass Heidentum ja keine Religion sei. Das fand ich eine spannende Aussage. Sie ist dann leider aber die Aussage schuldig geblieben. Warum? Also sie hat das auch nicht irgendwie begründet. Das ist halt mal so ihre Meinung. Und, aber deswegen trotzdem schönen Dank, dass wir mit dabei sein durften. Vielleicht dazu noch ein Satz. Ja, ich meine, jeder hat seine eigene Meinung und Frau Schildbach hat da ihre Meinung geäußert. Wir als Initiativkreis der Langen Nacht der Religionen haben nicht darüber zu befinden, wer Religion ist und wer nicht Religion ist. Wer, das ist auch ein Wort. Wer das Profil hat, das zu uns passt, der kann dabei sein. Also wir wenden uns gegen die Scientologen, weil wir da den Eindruck haben, dass es ein Wirtschaftsunternehmen ist. Aber ansonsten, wer auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist und Toleranz übt, der ist immer herzlich willkommen. Dankeschön, bitte. Vielen Dank. Dankeschön. So, jetzt stehen wir an der weißen Tafel. Und jetzt haben wir hier den Andreas Mang, erster Vorsitzende vom Elderring. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt halt viele Anbieter heute in Berlin. Und wir können nicht überall sein, aber der Andreas ist auch mit hier zur weißen Tafel gekommen. Und der Elderring stellt sich ja auch hier vor. Und da fragen wir ihn jetzt ein, zwei Fragen, was denn der Elderring hier mit seinem... Ja, was heißt bezweckt? Lass mal ihm was sagen. Ja, bezweckt ist schon richtig. Wir haben eine kleine Veranstaltung in Berlin-Steglitz am Abenteuerspielplatz. Und was wir machen wollen, ist ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, halt Gesicht zeigen, quasi, dass wir ganz normale Leute sind, dass das, was wir betreiben, eine ganz normale Religion ist, die vielleicht ein bisschen anders gestrickt ist als das, was man vom Mainstream her kennt. Aber völlig normal, niemandem wehtut und naja, jeder da seine spirituellen Einsichten rauszieht oder einfach nur seine Freude dran hat. Und das wollen wir im Austausch hier mit anderen Leuten einfach mal nach außen zeigen. Super, danke, wunderbar. Seht auch hier mit Anzug, nicht so wie ich heute Abend in Ritualgewandung. Das ist dann, aber wir wollen ja auch Vielfalt demonstrieren. Ja, komm, du bist eh nach dem so bunt. Keine Ahnung, ich trage halt gerne einen Kilt. Und von daher, ja, ich sag ja, Vielfalt, religiöse Vielfalt, so bunt wie das Leben selbst hier in Berlin. Okay, danke für den Eindruck. Dankeschön. Tschüss. Hallo, so, jetzt sind wir zurück von der weißen Tafel im französischen Dom.
Und jetzt sind wir hier direkt. Guck mal, Menschenskinder. So heißt diese Kita oder Kindergarten, was das ist, was man hier angemietet hat für das Ganze. Und da vorne ist jetzt die Eröffnungsrede. Kommen wir gerade rechtzeitig. Da schleichen wir uns jetzt mal dazu. Mick, Mick. Meine Güte, mit Schlange stehen hier. Kleines Blott zur Einstimmung. Da stören wir jetzt nicht weiter und führen nachher noch Interviews. Danke. So, dann haben wir noch ein kleines Filmchen. Das haben wir nämlich auch mal hier am Abend. Sind die meisten Gäste schon weg. Kleiner Rundblick, nachdem die meisten Leute unterwegs sind. Also, jetzt ist der Tag noch nicht ganz rum. Wir haben es 7:30 knapp. Die meisten Menschen sind schon wieder unterwegs. Und jetzt habe ich mal noch die Moira hier. Und hallo. Und frage ich jetzt einfach mal, wie war es denn so heute? Wie bist du denn zufrieden? Nach dem Ganzen? Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden, wie die Leute hier auf uns zugekommen sind, wie sie uns aufgenommen haben, auch wie sie uns am Gendarmenmarkt aufgenommen haben. Einfach offen, freundlich, herzlich. Und ja, auch das Miteinander unter den Heiden hier, unter den verschiedenen Gruppen hier war einfach super. Ja, war eine tolle Stimmung. Also waren verschiedene Gruppen hier, verschiedene Rituale gemacht. Die haben wir natürlich jetzt nicht alle gefilmt, wollen das Ding ja auch nicht endlos in die Länge ziehen. Aber Resümee. Super, nächstes Jahr nochmal. Genau, das haben wir nämlich auch vorhin spontan entschieden, als wir in diesem Franzosendom war. Französischen Dom waren. Da waren also verschiedene Vertreter, die ja was losgelassen haben. Da dachte ich mir, hey, das können wir auch. Und zum Thema Gastfreundschaft habe ich mir gedacht, wenn man hier bei der tollen Akustik auf die Trommel haut und ein bisschen aus dem Havamal vorliest, kriegen wir auch hin. Nächstes Mal sind wir beim Friedensgebet dabei. Nächstes Mal sind wir beim Friedensgebet dabei. Naja, er wird rausgeschnitten. Alles toll. Okay, noch ein paar Eindrücke dann hier. Noch ein paar Interviews. So, und jetzt sind wir hier bei Marini Goshu vom ADF. Und wir machen ja hier Umfrage machen wir nicht. Eigentlich, sagen wir mal, ein Resümee. Ein Resümee zu dem Abend. Du hattest ja jetzt gerade deinen Vortrag. Wie bist du denn zufrieden mit dem Ganzen, was hier abgelaufen ist? Es ist ein schöner Abend. Ich finde es wunderbar, dass wir halt so friedlich miteinander, nebeneinander hier unsere Stände haben können, die Leute informieren können. Es macht sehr viel Spaß, den Leuten die Fragen zu beantworten und sie sind auch alle sehr offen. Das ist wunderbar. Ja, danke für die Eindrücke. Ja. Möchtest du noch irgendwas loswerden, so vielleicht, an die Leute? Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sein können und wieder sowas machen können. Genau, das denke ich auch. Und da werden wir mit Sicherheit wieder noch ein paar Leute mehr begeistern können. Danke. Danke. Hammer. Okay, jetzt haben wir hier noch die Mara, die da ganz entscheidend mit zu beigetragen hat, das Ganze hier zu organisieren. Und dann fragen wir doch die gute Mara, wie sie denn zufrieden ist jetzt mit diesem Tag, wie alles gelaufen ist. Ja, also es war wirklich überwältigend. Wir hatten gleich am Anfang, als wir eröffnet haben, mit 30 Leuten angefangen. Und es wurden im Laufe schon der Eröffnungsrede einfach 60 und es ist eine wunderschöne Atmosphäre. Die Leute reden alle miteinander, also auch die verschiedenen Richtungen des Heidentums reden miteinander. Die Gäste sind neugierig und ich habe hier auch einige Leute gesehen von den anderen Religionsgemeinschaften, die hier beteiligt sind an diesem Event und die hier gucken gegangen sind, noch länger geblieben sind. Spioniert haben. Na, ich glaube, nee, das ist schon...
schon spioniert haben. Wir spionieren bei denen ja auch mal. Ne? Ja, also alle lernen voneinander und gucken, wie man miteinander klarkommt. Also das ist ja auch keine Veranstaltung, wo Leute dabei sind, die andere Religionen ablehnen. Also die werden nicht beteiligt oder solche Leute sind nicht beteiligt an so einem Event, sondern halt nur welche, die auch offen sind für Gäste und anderen auch was erklären wollen. Und das ist ja genau der Zweck, warum wir hier sind. Also ich bin top zufrieden und bin ganz gespannt auf das, was daraus wird. Also wo wir uns wiedersehen hier. Bin ich auch so ein Abschlusswort, so, was du sagen möchtest oder nicht? Ein Abschlusswort? Naja, wir haben erst angefangen. Also ein Abschlusswort kann ich noch nicht sagen. Also wir haben heute den Tag auch noch nicht rumgebracht. Morgen ist ja auch noch was. Und ich hoffe einfach, es geht in der Richtung weiter, in der wir das jetzt machen. Und mit so vielen tollen Leuten, wie wir sie haben und vielen Ideen, die hier draus entstehen. Ne? Ganz genau. Und heute Abend landen wir dann noch vom Brandenburger Tor. Das ist dann auf dem was? Auf dem Gendarmenmarkt. Auf dem Gendarmenmarkt, nicht mehr auf dem Brandenburger Tor. Nee, Gendarmenmarkt. Oh Mann, oh, ich wollte doch ans Brandenburger Tor. Das schaffen wir auch noch. Also kriegen wir auch noch rein. Bundestag, genau. Das war doch das Wort zum Sonntag. Genau. Gut, danke. Ja. Also Reclaiming ist eigentlich schon eine weltweite Bewegung geworden, die in den USA mal gegründet worden ist, so in den 70er, 80er Jahren von Starhawk und anderen. Und die hat sich als zum Ziel gesetzt, dass man alle möglichen Leute aufnimmt in diese Bewegung, die ihre Göttin-Spiritualität leben wollen, egal welche Hautfarbe, egal welche Gender, egal welcher Lebenszusammenhang. Ja. Insofern ist Reclaiming eine sehr offene Bewegung, die aber, wie gesagt, in der Göttin-Spiritualität wurzelt. Also wir Menschen neigen ja dazu, dass wir uns immer gerne ein Bild machen und uns ist natürlich trotzdem bewusst, dass das Mysterium über jegliche Gestalt hinausgeht. Das ist nun mal so. Ne? Aber wir arbeiten eben sozusagen mit den Wesenheiten, die durch diesen jahrtausendelangen Bewusstseinsstrom einfach auch vielleicht in unserer DNA irgendwo verborgen sind. Ja. Und deswegen haben wir Göttinnen Gestalten oder Wesenheiten aus verschiedenen Kulturzusammenhängen, hauptsächlich keltisch-germanisch, aber durchaus auch. Ich muss da direkt mal einfallen, mal kurz. Und aber der so aus dem Wicca, wie man kennt, also der Gott, der spielt auch schon eine Rolle bei euch. Oder seid ihr nur Frauen? Also, was heißt nur Frauen? Wenn dann müsste man sagen, seid ihr ausschließlich Frauen? Nein. Haben Männer auch was zu sagen? Männer dürfen immer auch was sagen, natürlich. Und wir haben natürlich auch männliche Götter, die wir oft einladen. Nicht nur jetzt aus dem nordischen Götterkanon, auch Kernunnos ist uns bekannt und wird immer schön zu Beltane eingeladen und kommt auch uns gerne besuchen. Also insofern, ja, wir haben auch durchaus männliche Götter, ja. Und die wir anrufen. Dann bist du zufrieden so mit dem heute im Tag, wie der so war? Also ich fand für den Einstieg jetzt überhaupt sowas mitzumachen, fand ich das Interesse sehr gut. Und ich fand auch schön, dass die Leute sich immer wieder doch, sagen wir mal, wenn eine Veranstaltung draußen war, wenn hier ein Ritual war oder ein Vortrag oder sowas, dann auch ihre Privatgespräche eingestellt haben, sich da ruhig verhalten haben, zugehört haben und eben nicht gestört haben. Also das fand ich richtig toll. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Dann danke ich mal für die Eindrücke und wünsche euch alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr wieder. Dankeschön, ja, würde mich freuen. Prima, danke. So, jetzt sind wir mal noch hier in den Innenräumen. Da sind ja auch ein paar Stände noch aufgebaut und da gehen wir jetzt mal noch rein. Die meisten Leute sind schon weg, deswegen stören wir da hoffentlich auch nicht mehr so dolle. Mach's mal einen Rundschwenk hier, einen kleinen. Da haben wir den Üderl hier. So, und jetzt sind wir hier bei dem Stand von der Bianca. Und da haben wir jetzt die Bianca, die sagt jetzt irgendwas Schlaues. Hi, was soll ich erzählen? Ja, erstmal kurz vielleicht, was ihr hier in welchem, wie ihr hier seid oder wie ihr euch nennt. Also ich bin Bianca Wertheimer. Genau, da ist noch eine Kamera. Hi, Bianca Wertheimer. Zu meiner Linken ist mein Mann Björn Wertheimer. Wir sind hier für die Phoebes Hexenstube.
Wir sind aber auch hier für den Order of Bards, Ovates and Druids, die PFI und Vardarat. Genau. Wie bist du so oder wie seid ihr so zufrieden jetzt nach dem Tag mit den Gesprächen und allem der Resonanz? Ich bin unheimlich zufrieden. Wir hatten ganz, ganz tolle Gespräche. Wahnsinnig viele interessante Menschen auch hier, die wir mit Sicherheit in Zukunft häufiger treffen. Wir waren erst sehr aufgeregt. Nach der ganzen langen Planung hatten wir ein bisschen Sorge, was uns heute hier erwartet. Und die Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß heute. Ja. Toll, danke. Möchtest du irgendwas sagen so zum Abschluss? Oder willst du mal was sagen? Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass heute ein Grundstein gelegt wurde, dass auf das, was wir heute angefangen haben, dass wir darauf aufbauen, dass wir es weitertreiben. Es ist eine ganz tolle Aktion gewesen, die hier stattgefunden hat. So viele Leute aus so vielen Richtungen, auf Augenhöhe, in gegenseitigem Respekt, zusammen an einem Ort hier zusammenwirken. Und ich denke, es werden noch ganz, ganz große Projekte aus dem hier entstehen, was hier angefangen hat. Und ich bin wahnsinnig dankbar, wahnsinnig glücklich. Ja, und gehe mit großen, großen Hoffnungen in die Zukunft. Toll, danke für. Und der Mann war nicht bekifft, das muss ich gleich dazu sagen. Der ist einfach gut drauf. Danke. Okay, also, jetzt haben wir hier den Üderlier. Und der macht hier Runenlegen. Und ist Ja, das war aber eigentlich gar nicht beabsichtigt. Eigentlich bin ich hier, weil ich ja meinen Wir-Heiden-Button präsentieren will und den Gedanken, der dahinter steckt. Und die Runen habe ich ja hingelegt, weil ich den Leuten erklären wollte, was denn so meine Wurzeln sind, wie ich zu Azathru gekommen bin. Und das ging dann dahin, dass ich jetzt quasi den ganzen Tag Rundenlegungen gemacht habe. Sehr anstrengend, macht sehr viel Spaß. Ist eine völlig andere Wendung als das, was ich erwartet habe. Aber toll, ist schön. So passiert es manchmal. Also dann hast du jetzt eigentlich auch schon, was heute so abgelaufen ist. Ich wollte dich jetzt fragen, wie bist du so zufrieden mit der Resonanz oder dem Feeling hier den ganzen Tag, was wir hier hatten? Ach, das Feeling ist toll. Also was hier passiert, die Leute, die hier sind, so das Blut und was alles passiert. Ich habe leider nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, weil ich ganz viel dahinter saß und mit ganz vielen Leuten ganz viel gesprochen. Kenne ich. Ging mir heute genauso. Und es kam irgendwann auch eine Christin vorbei und fragte mich dann da stehend, darf ich mir eine Traube nehmen? Da sagte ich zu ihr, natürlich darfst du dir eine Traube nehmen, das ist halt heidnische Gastfreundschaft. Meinte, du brauchst gar nicht erst fragen. Da sagte sie, ja, die Christen kennen auch Gastfreundschaft. Ich wollte das auch gar nicht anzweifeln, es ist nur eine andere Gastfreundschaft. Und dann sagte sie, ja, sie hat im Friedensgebet halt mitbekommen, dass da Heiden sind und war neugierig und ist vorbeigekommen. Ich glaube, das relativ wenig Christen da waren. Also das finde ich ein klein bisschen enttäuschend. Wird. Also ich sage mal so, ich glaube auch nicht, dass so viele von uns bei den Christen waren. Nein, die waren alle hier. ja, eben. Deswegen, also muss man mal ganz klar sagen, also ja, muss man die Kirche im Dorf lassen, genau. Wie es so schön heißt. Du hast gar nicht die Möglichkeit, wenn du hier eingebunden bist, weil das ganze Ding ja quer über Berlin geht, ja, da verschiedene Orte wahrzunehmen. Das habe ich auch schon überlegt. Das sind so viele Plätze, wo die Leute hingehen können. Und ich glaube, dass dann so ein buddhistischer Tempel wahrscheinlich viel, viel spannender ist oder was da sonst noch so alles war, dass die gar nicht die Zeit haben. Die fahren ja quer durch Berlin. Du bist ja eine Stunde unterwegs oder was zwischen den einzelnen Abschnitten. Ja. Hast du noch so einen kurzen Abschlusssatz irgendwie fürs nächste Jahr oder was du dir wünscht? Was ich mir wünsche fürs nächste Jahr, erstmal gerne wieder hier sein, gerne noch mehr Menschen, die nicht Heiden sind, einfach das ein bisschen noch mehr transportieren können, ein bisschen mehr Resonanz aus dieser Richtung und ansonsten mindestens genauso viel Erfolg wie jetzt. Also ich fand es toll und es hat mir gut gefallen und das würde ich gerne wieder so haben. Super, danke. Danke für den Eindruck und wir machen dann heute Abend eben noch einen kleinen Rundblick mal über das Friedensgebet und damit ist dann die lange Nacht der Religion dann auch beendet. Jetzt stehen wir hier vorm Deutschen Dom, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir sind sehr überrascht, es ist 11 Uhr, wir sind da, aber sind es eigentlich doch, wenn man da hinten sehen kann, ein recht kleiner Kreis, finde ich eigentlich, für Berlin. Haben da eigentlich ein paar Leute mehr erwartet. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt, ob da noch eine Ansprache kommt oder auch nicht.
Ja, also es ist 11 Uhr und schon durch, aber bisher passiert noch nicht viel und jetzt warten wir mal noch und sind natürlich alle durch. War ein anstrengender Tag, dauernd auf den Beinen. Gucken wir mal, was noch passiert. So, jetzt nochmal einen kleinen Nachtrag zu dem Gebet auf dem Gendarmenplatz. Wie ich schon befürchtet hatte, viel ist da nicht passiert. Das Ganze zog sich aber dann doch 1,5 Stunden hin. Habt ihr gesehen, ich war in Gewandung und stand dann da im Kreis mit den anderen. Und dann standen da halt ein paar alte Männer und haben irgendwelche Sachen vorgelesen ohne Mikro. Der Kreis war dann noch relativ groß. Man verstand kaum was, ja, und ich stand da mit meiner Trommel wie so ein Bronco, so ein Pferd, immer auf Startposition und konnte nicht und wusste nicht, darf ich nicht, ja, und dann habe ich mir in der kurzen Sequenz, wo gerade keiner redete, habe ich mir dann einfach den Raum genommen, bin dann in die Mitte und habe gemeint, ja, dass auch die Schamanen gerne einen Gruß errichten würden an den Kreis, der hier versammelt ist. Und habe in 1, 2, 3 Sätzen erklärt, für was der Schamane eigentlich steht, auch in unserem Kulturkreis. Und dass, wenn man schon hier in so einem schönen Kreis steht mit all diesen verschiedenen Religionsvertretern, dass der Schamane dafür da ist, den Kreis zu harmonisieren und ein Gleichgewicht wiederherzustellen zwischen den Menschen. Und dann hat man gesagt, ja, wenn ich einen Beitrag hätte für einen religiösen Diskurs, dann sollte ich den gerne tun. Und dann habe ich einfach ein bisschen gesungen und getrommelt, habe da 2 Runden gedreht und mich dann brav wieder auf meinen Platz gestellt. Ja, und das Interessante war, dass nach der Veranstaltung, nach diesem Gebet, kam also der Organisator und auch sein Vize kamen zu mir und haben sich bedankt. Das wäre sehr kraftvoll gewesen und der eine meinte, er wäre letztes Jahr bei den Schwarzfuß-Blackfeet-Indianern in Amerika dabei gewesen, bei einem schamanischen Ritual. Das hätte ihm sehr gut gefallen und hat dann nochmal ausführlich, auch direkt nach meinem kurzen Auftritt in die Runde gesagt, die Zeit wäre wirklich überfällig, dass die Hochreligion sich nicht mehr länger über die Naturreligion und die indigenen Völker stellen, mit dem, was sie eben, ja, was die als Religion bezeichnen. Und das fand ich also sehr schön, was er da gesagt hat. Hat uns allen sehr gefallen. Ja, dann habe ich am Schluss einfach noch gesagt, vielleicht können sich ein paar von uns noch auf der Treppe versammeln und ein kleines Gruppenfoto machen. Viele waren dann schon müde, sind dann einfach nach Hause gegangen. Aber hier haben wir nochmal 2 Fotos, die wir schießen konnten. Das Licht war jetzt nicht so optimal. Ja, und ein klein bisschen bin ich auch stolz drauf, dass diese lange Nacht der Religionen, die zustande kam, weil eben die Organisatoren von der langen Nacht der Religionen hier in Berlin, die haben sich eben in Fritzlar kennengelernt, auf der Versammlung am Bonifatius-Denkmal und haben dann rausgefunden, dass sie eben alle aus Berlin kommen und haben sich dann gedacht, komm, tun wir mal was gemeinsam organisieren. Ja, da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass das geklappt hat und das zeigt doch, dass die Eiche, die wir da gepflanzt haben, dass die zwar langsam, aber dass sie wächst. In diesem Sinne, lasst uns noch viele weitere Eichen pflanzen. Mit Heil und Segen, euer HeidenTV, nächstes Jahr wieder die lange Nacht der Religion in Berlin. Macht's gut, ciao.